Howdy Freunde und willkommen zurück zu ATS. Wir sind weiterhin in Amerika unterwegs, in Amerika, fahren wir jetzt durch, genau, glaube ich wieder durch Nevada, allerdings nächstes Mal ein bisschen durch den Norden von Nevada. Wir sind weiterhin alleine und fahren Schwerlasten, weil es einfach mehr so einen Spaß macht gerade. Was haben wir? Eine Fräsmaschine, glaube ich, eine dicke, fette Fräsmaschine, über 40 Tonnen, 43 oder sowas, lass mich nicht lügen, ich kann gleich nochmal nachschauen. 43 Tonnen, passt genau. Hier sieht man schon. Ist aber genauso lang wie den Generator, den wir letzte Folge gefahren haben, von der Länge her. Dann würde ich sagen, starten wir den Motor. Und auf geht's. Richtig alte Zugmaschine vorne noch vor. Auch sehr geil. Guck mal, da hätten noch einen Zug, der da gerade durchraus. Da sieht man ihn noch. Sehr, sehr geil. Dann würde ich sagen, fahren wir los. Oh, das ist aber auch irgendwie so ein altes Teil mit diesen alten Anzeigen, noch diesen gelben Anzeigen. Sehr interessant. Aber genug Kraft scheint er zu haben. So, wie gesagt, ein ATS ist das ja noch ein bisschen besser aufgeteilt mit der Kraft. Dass das passt. Ist mir natürlich ein bisschen blöd mit dem Spiegel, ne? Dass man den links so sieht. So wirklich. So. Wir fahren diesmal am Tage, das heißt, ein bisschen mehr Verkehr werden wir haben. Allerdings ist es größtenteils Highway-Strecke, Freeway-Strecke. Wir fahren also wahrscheinlich, ist das der 80er? Ja, ich glaube ja. 80, die 80 entlang, Freeway, Highway 80 und dann. Ich glaube, werden wir kaum Landstraße fahren. Das heißt, wir können. Ja, werden vielleicht mit dem Verkehr gar nicht so große Probleme bekommen. Weil, wenn wir so doch dann viel Stadt fahren müssten oder so, oder viel über Landstraße, dann könnte schon mit viel Verkehr schon schwierig werden. Obwohl in der letzten Folge sind wir ja auch so, diese ganz einsamen Landstraßen ist dann auch schon wieder was anderes. So. So langsam gewöhnt man sich auch dran an die Länge, ne? Also, in der ersten Folge bin ich öfter angeeckt. So langsam gewöhnt man sich an die Länge des Anhängers. Ist alles eine Sache der Gewöhnung, alles eine Sache der Zeit, bis man ungefähr weiß, wie weit man ausholen kann mit diesen Anhängern und so. Wie gesagt, ich muss da gucken, wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? $90.000. Vielleicht können wir uns sogar bald mal sogar Truck kaufen. In dem Spiel. So einen Supermarkt haben wir ja rechts. Ich weiß gar nicht, gibt es die Double Trailer jetzt eigentlich auch in ATS? Müsste man mal gucken, vielleicht können wir die auch mal fahren, ne? Müsste es ja, in Amerika gibt es die hundertprozentig diese Double Trailer, deswegen. Oh, der ist aber knapp, der hat aber ganz schöne Vollbremse vor uns gemacht. Das ist ein Ford C-Max, ne? Also, würde ich jetzt von der Form sagen. Gibt es ja vielleicht bei uns auch. Das Modell. Kein amerikanisches Exklusivmodell. So. Wie gesagt, zum Glück stand keiner auf der Gegenspur. Da konnten wir ein bisschen mehr ausholen. Jetzt geht es gleich hier auf dem Highway 80. Nach. Ja, Richtung Reno erstmal vermutlich, oder? Reno müsste noch zwischen uns liegen. Und dann weiter nach Truckee. So. Wie gesagt, für alle, die so letzten Folgen nicht gesehen, ich habe das einzige Mod, den ich mit drin habe, ist Straßentexturen. Die ich ein bisschen schöner finde so. Wir hätten vielleicht mal gucken können, ob wir drauf fahren. Wir sind so 30 und ziehen einfach drauf Bahn. Das sind immer die richtigen Fahrer, die richtigen Trucker, die richtigen Arschlöcher. Na ja, gut. Das ist jetzt auch hier echt keine Einfühlungsspur bei den Amis. Eine wirkliche Geschwindigkeit können wir ja leider auch nicht fahren. Dafür ist er da doch ein bisschen zu schwach auf der Brust. Und sieht schon, er hat ordentlich zu ziehen. 45 mph mehr schafft er gerade nicht. Dürften wir also.
müssen wir wahrscheinlich schon ein bisschen uns gedulden, bis wir ankommen. Aber wir haben auch Zeit. Das ist ja, geht ja hier nicht um, hier nicht auf der Flucht. Macht ja auch Spaß, ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Und jetzt können wir auch wieder ein bisschen beschleunigen. Wie gesagt, 80 mehr schafft er eh nicht, glaube ich. Der schweren Fracht hinten dran. Oh, nein. Ja, da kommt doch, wenn man sich zu sehr umguckt hier in der Landschaft. Lava guckt hier in der Landschaft umher und fährt wieder total Mist. Durch die Wüste von Arizona oder diese Canyons überall. Wie gesagt, würde ich gerne mal auch mal in Realität sehen. Hätte ich nichts gegen. Dann aber richtigen Roadtrip, oder? So richtiger Roadtrip dann. Muss ja mal einen Roadtrip durch Deutschland machen. Hätte ich auch Lust drauf. So. Ist aber auch langsam hier der Kollege, ne? Ja, jetzt ihn raus. Komm, wir haben auch nicht die ganze Dachzeit. Jetzt. Uah, was war das denn? Bin ich hinten hängen geblieben? Warum bin ich denn hängen geblieben hinten? Das habe ich gerade nicht verstanden, wie ich da hinten so rausgeflogen bin. Oh, ich hänge hier halb an einer Leitplanke. Ich vermute, dass ich mich abschleppen lassen muss. Ja, hup ruhig. Geht's? Komme ich hier irgendwie wieder raus? Mit genug Schwung? War das irgendwie ein Bug hinten an der Oversize Load? Weil ich kann... Wie habe ich mich denn festgehakt? Wie soll das denn gehen? Ich bin doch ganz normal in die Kurve gefahren. Ich vermute, ich muss sie abschleppen lassen. Bin sogar ziemlich sicher. Nein, nicht Auftrag abbrechen. Aber bitte... in die nächste Werkstatt. Nach Elko. Na gut, kurz ein bisschen abgekürzt. Ich glaube, der Elko. Oder ist von der Elko losgefahren? Was haben wir denn eigentlich? Haben wir was kaputt gemacht? 4%. Ja, werden wir nicht mehr ganz so viel Geld für kriegen. Das würde ich mir gerne nochmal in der Wiederholung anschauen, was da passiert ist hinten mit meinem Anhänger. Wo ich da hängen geblieben bin. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich hängen geblieben bin. Ich hätte einfach... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hängen geblieben bin. Ich bin noch nicht hängen geblieben. Nein, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass mein Anhänger irgendwo an der Autobahn hängen, also an der Mittelleitplanke irgendwie stecken geblieben ist, weil ich ja eine kleine Kurve gefahren bin. Und ja, auf einmal hat er hinten... Habe ich gemerkt, dass er hinten eine Leitplanke berührt hat. Naja, gut. Wir ziehen schon mal in die Mitte, ne? Wissen wir eh gleich. Aber so richtig breite Highways gibt's ja auch nicht, ne? So wie zum Beispiel in Los Angeles Style. Vorhin Los Angeles bin ich jetzt ja noch gar nicht in der neuen Version, glaube ich, noch gar nicht gefahren. Vielleicht haben sie da einiges umgebaut. Aber da gab's ja auch schon lange breite Highways, aber ich hätte ja auch gedacht, dass diese längeren Highways über diese ganzen, über das Land verteilt mehr als zwei Spuren haben, aber anscheinend ja nicht. Sonst hätten sie es, glaube ich, nicht so gebaut. Da doch nicht so viel befahren. So, 65 wieder. Wo sind wir denn jetzt? Elko, ist das noch wieder Kalifornien? Weil wir jetzt bei 65 sind. Jetzt sind wir bei 80, ne? Ja, genau. Sehr gut. Ne, aber Kalifornien war auch 55, nicht? Ich glaube, wir sind dabei wieder zurück, ne? Da, wo wir vorhin hergekommen sind. Merke, vielleicht ist die Überholspur nicht das Richtige für diesen, für unseren langen Maschine. Auch wenn die ja keine 80 fahren auf der Strecke. So. Oh, diese Farbe vor uns, ne? Also dieses... Entschuldigung. Dieses eklige Gelb, Sandgelb, oh, was auch immer. Wie man das bezeichnet? Oh, keine Ahnung. Das mega hässliche Autos. Also, das kann ich überhaupt nicht ab. Wir haben auch viele Ami-Karren, ne? Dieses komische Gelb. Ich glaube nicht, dass wir ihn wieder einholen, aber ich glaube, ihr wisst, welches Auto ich meinte. Das ist irgendwie nicht meine Farbe.
bin doch eher klassisch bei Autofarben. Obwohl weiße Autos sehen manchmal auch gut aus. Kommt drauf an. Also es gibt wirklich schöne Autos, die auch in weiß sehr, sehr schön aussehen. Sonst aber eher schwarz. Ach, hier, guck mal. Waren das die Undercover-Polizei oder gab es noch mehr Undercover, noch Undercover-rickere, dass man die gar nicht erkannt hat? Was fahren die denn hier 60? Warum fahren die denn nur 60, Leute? Ich werde jetzt aber nicht überholen. Die Leitplanke ist so nah hier links. Dann hängen wir gleich wieder irgendwo. Ich sehe das schon kommen. Nein. Wenn wir ein bisschen mehr Platz in der Mitte hatten, vielleicht überholen. Weil die fahren ja wirklich nur 57 oder so. Noch ein Polizeiauto. Gut viel auf Streife hier. Viel los. Jetzt könnte man gleich mal so überholen ansetzen. Weil die echt viel zu langsam sind da vorne. Wir dürfen 80. Warum fahrt ihr denn nur 60 oder so? Ne, jetzt aber wieder die Leitplanke links. Ne, lassen wir. Weil der LKW vorne nur 60 fährt. So. Ja. Nicht zu dicht auffahren. Das ist eigentlich viel zu dicht, wie ich gerade auffahre. Viel zu dicht. So, dann erschreckt sich der richtig vor uns. Ah, es ist halt 50 mph. Komm, was macht ihr denn da, Kollegen? Aber wir kommen mal wahrscheinlich auch nicht raus, weil links die ganze Zeit hier am Auto überholt sind. Schon viel befahren hier. Ja, jetzt habe ich aber auch hier Schwierigkeiten hochzukommen auf den. Merkt man schon, jetzt geht's bergauf hier. 30 mph. Mal ein bisschen Warmblinkanlage an. Da wir so langsam sind, so langsam. So, ich weiß nicht, ob das in Amerika auch macht. Ich würde es machen als Trucker, wenn man wirklich langsam wird. Normalerweise kann man dann ja auch auf den Standstreifen ausweichen, aber der war jetzt gerade so schmal und so. Ich weiß nicht, darf man das überhaupt? Ich glaube wahrscheinlich nicht, aber es wäre, ist natürlich netter für, wenn man wenn man wirklich so langsam ist. Aber ich glaube, dürfen tut man es nicht, auf dem Standstreifen ausweichen, weil man zu langsam ist. Also wenn LKW zu schwer ist oder so. Weiß ich nicht, ob dies rechtlich ist, ob man das darf. Vor allem, wie es in Amerika ist, habe ich keine Ahnung von. Guck mal, wie hoch dieser SUV links, oder Quatsch, SUV, das ist ein Pickup. Pickup? Nein. Doch, Pickup, ja doch, wie der hochgelegt war, war schon ziemlich krass. Kommt wahrscheinlich über viele Sachen rüber. So. Aber sonst habe ich schon echt das Gefühl, dass ein paar neue Autos drin sind, so ein bisschen bunter gemischt. Der Verkehr auf den Straßen hier. In America. Tonopath wollen wir jetzt nicht hin. Für uns geht's weiter über den Highway. Wir fahren eigentlich die ganze Zeit nur Highway 80. Das ist hier. Einmal die Straße entlang. Obwohl, ich glaube, der geht noch weiter, ne? Ja, geht er. Stimmt. Warte, sieht man ja auch auf der Map. Da fehlt ja noch ein bisschen was dann. Der geht dann weiter. Ich wusste aber wirklich gar nicht, dass es in Amerika Rüttel. Obwohl, wahrscheinlich schon. Ich bin ja noch nie in Amerika gewesen. Warum sollte es da keine Rüttelstreifen geben? Keine Ahnung. Ist schon ganz sinnvoll, diese Rüttelstreifen. So, jetzt können wir ja nochmal richtig durchbeschleunigen. Mal gucken, was der kann. Boah, jetzt sind wir bei A79. Ach, wir dürfen nur... Jetzt ist 65. Ah, klasse. Wir bremsen wieder ab, sonst haben wir gar kein Geld mehr, wenn wir schon Schaden auf dem LKW haben. Da war nämlich gerade auch links Polizei. Gut, dass wir vorne abgebremst haben. Ich dachte gerade, jetzt kann der mal richtig rausbeschleunigen, unser LKW. Oder dürfen wir nur noch 65? So. Die schicke Heißluftballon links. Und weil es America ist, überhole ich den Bus jetzt einfach rechts. So. Ist mir zu langsam links.
Jetzt sind wir wieder 80, jetzt können wir wieder ein bisschen beschleunigen, aber jetzt gleich da ein bisschen bergauf. So leicht, wenn wir dann wieder nicht vernünftig beschleunigen können. So. Da ist wieder die Polizei. Aber jetzt haben wir ja wirklich. Jetzt können wir wirklich durchbeschleunigen. Was ich ganz geil finde eigentlich, ne? Dass man die LKWs hier einfach voll, also die Trucks hier wirklich voll ausfahren kann. In Kalifornien natürlich überhaupt nicht, aber hier kannst du die ja richtig einfach durchziehen mit den Teilen. Finde ich schon ganz angenehm. Mal gucken, was er hier schafft. Geht jetzt gleich wieder bergauf? Nee, ist gleich bergab. Schön Geschwindigkeit aufbauen. So. Die 80 schafft. Vorhin sind wir ja vorhin schon dran gewesen, ne? Als kurz vor Windenburger ziemlich abwärts ging. Da hat er die 80 schon gepackt, aber das war ja mit abwärts und Rückenwind. Das ist ja dann schon noch ein Unterschied als geradeaus. Obwohl, jetzt ist er wieder ziemlich am Ziehen hier. Ja, die Kurven werden jetzt aber schärfer. Schaffen wir die mit 75? Ja. Mit ein bisschen freundlicher Hilfe des Standstreifens geht das. Aber der Standstreifen ist auch breit, ne? Gefühlt zu breit für die Fahrbahn. Nicht ganz, aber schon ziemlich breit. Also da kann man auf jeden Fall, könnten zwei LKWs sich nebeneinander stellen und Panne haben. Jetzt wird es ein bisschen grüner wieder hier, ne? Dann sieht man links auf die Tannen. Bisschen aus den Canyons so ein bisschen raus, obwohl so ein bisschen sieht man sie immer noch. Ist das links ein Bauernhof? Wie die Landschaft angucken, labern? Ja, irgendwie sowas. Wie gesagt, wir nutzen einfach. Wir legen unsere Spur ein bisschen großzügiger aus und nutzen den Standstreifen ein bisschen mit. Aber gut, ist eh kein Element drauf. Oh, jetzt sind wir mal gucken, was er kann. Jetzt komm. Ich darf nur die Polizei nicht erwischen. Jetzt gucken, was er kann hier. Was kriegen wir raus aus dem? 87. Ja, jetzt sind wir wieder. Jetzt geht's wieder runter, oder? Jetzt, wenn wir gleich wieder bergab gehen, dann können wir wieder richtig Geschwindigkeit aufbauen. 90 mph. Schön. Ich glaube 90 ist das höchste, was er hier kann. Wir sind wirklich ein bisschen schnell, aber wir müssen ein bisschen bremsen. So. Sicherheitsabstand ist auch ein bisschen wenig.